Hallo Leute, fröhlich Niebert-Bearbeitung. Heute mal wieder ein Video von mir. Ihr habt schon echt lange jetzt nichts mehr von mir gehört. Ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder ein Video machen. Und zwar gibt es heute ein kleines Video zu diesem Kram hier. Das hier ist eine Platine von einem Elmoto. Und ich habe ein kleines Video dazu gemacht, wie man diese Platine in einem Elmoto-Controller austauscht. Das Video dazu seht ihr jetzt. Heute geht es um E-Bikes. Nein, geht es nicht. Heute geht es um einen Elmoto-Controller. Beziehungsweise um einen defekten Elmoto-Controller und diese neue Platine. Ja, hier oben ist noch ein Lightpad für die Wärme, die abgeleitet werden soll. Ich weiß noch nicht genau, wo sie hinkommt, aber ich denke mal so hier irgendwo. Okay, fangen wir mal an. Als erstes müssen wir diese vier Schrauben hier lösen. Ihr könnt natürlich auch vorher noch dieses ganze Zeug hier alles abschrauben. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie schön dieser Powerpulse-Stecker aussieht. Der hat einen Kurzschluss gehabt. Ja, das heißt, dass irgendein MOSFET, also eins von diesen hier, sozusagen hier im Controller, irgendwie ein kleines Problem hat und Dauerdurchgang geschaltet hat, beziehungsweise dadurch einen Kurzschluss verursacht hat. So, als nächstes die vier Schrauben lösen. So, und jetzt ist schon alles locker. Das können wir sehen. Hier ist es schwarz. Dann wollen wir doch mal auf die Platine gucken, wo es denn da gebrannt hat. Oh, da hat es gebrannt. Und hier. Ja, was diese beiden Bauteile jetzt genau tun, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich würde aber mal ganz stark davon ausgehen, dass es davon drei Stück gibt. Muss das irgendwas mit der Phase zu tun haben? Würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen. Vielleicht sieht es ja irgendjemand und kann genau sagen, wofür diese beiden Bauteile da sind. Aber wie gesagt, ich würde fast sagen, das sind ja zwei Phasen, dass eins von diesen Fets hier irgendwie einen Kurzschluss gemacht hat, dann halt über diese beiden Phasen gegangen ist. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, ich kann es euch nicht genau sagen. Hier komischerweise ist auch etwas kaputt. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass es hier so rüber gespritzt ist. Jo, okay, machen wir weiter. Als nächstes haben wir hier noch 6 Schrauben. Die müssen, beziehungsweise, oh, wir haben ganz schön viele Schrauben. Das sind nicht nur 6, das sind, ich weiß nicht, 11 Schrauben. Gut, dann lösen wir die jetzt mal als nächstes. Jetzt habe ich alle Schrauben gelöst. Nein, theoretisch, praktisch natürlich nicht. Jetzt müsste es eigentlich... Ach. Lässt sich das Ganze doch lösen. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, die Kühlung geht gar nicht wie sonst immer hier drüber, sondern die Kühlung läuft über die Platine. Das heißt, die ganze Platine wird immer ultra heiß. Ich weiß nicht so genau, wie man sowas konzipieren kann, aber gut, haben sie halt gemacht. Was mir bei diesem Controller noch aufgefallen ist, ich habe jetzt ja mittlerweile schon einige von diesen Dingern gesehen. Und ich sag mal so, normalerweise hat man ja diese Wärmeleitpad hier und das muss ja sozusagen eine direkte Verbindung hierzu haben. Bei diesem Controller allerdings ist hier ein Stück Plastik drauf. Das heißt, normalerweise wird diese Wärme eigentlich in den Rahmen abgegeben. Ist in diesem Fall aber nicht so gewesen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass genau aus diesem Grund sozusagen dieser Controller kaputt gegangen ist, weil er zu heiß geworden ist, aber es könnte halt sein. Also falls jemand von einem Moto sieht, da habt ihr einfach vergessen, das abzulösen. Als nächstes muss dieses ganze komische Zeug hier erstmal wieder runter. Das hier ist übrigens so ein Teil, womit man Silikon abziehen kann. Damit geht das gleich richtig schön sauber. Also da geht wirklich alles direkt mit ab. Als nächstes haben wir jetzt hier diese saubere Fläche. Die würde ich jetzt noch einmal reinigen, damit alle Rückstände auch wirklich weg sind. Als nächstes können wir dann hier das neue Pad wieder drauf kleben. So, eine Seite klebt, die andere Seite nicht. Das heißt, wir machen die klebende Seite jetzt einfach mal hier drauf. Bisschen festdrücken, dann müsste man eigentlich auch die Plastikfolie abziehen können. Ah, guckt mal. Hier gibt es sogar extra kleine Löcher. Vorgestanzt. Natürlich blöd. Hätte man auch vorher schon mal sehen können. Hier das Ganze nochmal vorsichtig ab. Nehmen wir wieder die Reste ab und wir werden ja mal gucken, wie das Ding da drauf kriegt. Guck mal, es muss genau andersrum. So, die Löcher passen, wie ihr seht. Dann brauchen wir als nächstes den. Ach, das ist der neue Controller. Den brauchen wir natürlich noch. Wir gucken, dass es mit den Löchern passt beim Ablegen. Weil ihr habt ja jetzt nicht so sehr viel Möglichkeit, das Ding noch rumzubewegen. Liegt alles wieder drauf, dann können jetzt die Schrauben auch schon wieder rein. So, jetzt ist die Platine draufgeschraubt. Das nächste brauchen wir über den Deckel. Können wir noch einmal ein bisschen rauswischen, damit es ein bisschen schicker innen drin aussieht. Und jetzt können wir den Deckel auch schon wieder draufsetzen. Ja, hier seht ihr noch, es ist ziemlich schwarz, weil das Ding hat echt richtig krass gekokelt. Machen wir wieder die vier Schrauben rein, dann sind wir eigentlich schon fertig. So, hier haben wir jetzt den fertig reparierten Controller. Der kann jetzt wieder zurück in das Elmoto.
So Leute, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr diese alte Platine gegen diese neue Platine austauscht. Wenn es danach noch zu Problemen kommt, dann kann es sein, dass ihr die falsche Version von Platine habt. Oder dass euer Display kaputt ist. Oder dass vielleicht auch euer BMS kaputt ist. Leider bei Elmoto so, diese Probleme. Aber dem Ganzen habe ich schon Abhilfe geschafft. Mein anderes Projekt, was ich momentan am Laufen habe, ist auch ein Elmoto-Umbau auf 72 Volt mit 7 kW. Hat anzugsmäßig schon mal ein bisschen mehr Leistung als die 1,7 kW, die normalerweise eigentlich drin sind. Genau, Video wird in Kürze irgendwie folgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt einen Daumen hoch. Schreibt mir einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder falls euch das Video gefällt. Genau, teilt es und haut rein. Bis dann, ciao.